Es ist das erste Mal, dass wir in diesem Rahmen online ein Meetup machen. Die Community, Office 365 Community aus Bern mit Roger, Philipp und mir, wir waren da nicht so aktiv, aber haben uns jetzt trotzdem durchgerungen, trotz Corona da was zu machen. Ragnar, du hast dich bereit erklärt, eine Session zu halten über Project Cortex, auf welche wir uns sehr freuen. Und danach um 5:30 wird Marcel zu uns stoßen und er wird zeigen, wie er Teams provisioniert, aus welchem Grund, dass er da ein Tool geschrieben hat und wie er das macht. Und damit möchte ich übergeben zu dir. Prima, ich danke euch ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf, wenn auch natürlich nicht lebendig, reell im schönen Bern oder wo immer ihr auch gerade in der Schweiz seid. Ich wäre gerne bei euch, aber na gut, müssen wir nicht groß drumherum reden. Ihr kennt die Gründe alle. Aber freue mich trotzdem jetzt über eines meiner Lieblingsthemen zu sprechen, nämlich Project Cortex. Und habe für euch einiges dabei. Ich bin Ragnar Heil, ich bin bei der Quest, bin ich Partner Channel Manager, bin MVP für Office 365, Office Apps and Services. Und Project Cortex ist die neue Wissensmanagement-Lösung, Plattform von Microsoft, die noch nicht auf dem Markt ist. Das heißt also, heute zeige ich euch alles, also wirklich alles, was ich darüber weiß. Aber sie kommt erst in den nächsten Wochen, Monaten auf den Markt. Von daher, genau. Aber ich habe trotzdem versucht, mit so vielen Screenshots anzureichern, wie ich konnte. Habe gestern Nacht noch an einem Webinar halt teilgenommen von Microsoft und dann noch die neuesten Screenshots für euch einzubauen. Aber ihr seht noch kein Live-System. Aber hoffentlich wird trotzdem klar, um was es geht. Kurz eine Folie zu mir, zur Person. Ich wohne in der Mitte Deutschlands, zwischen Frankfurt und Hannover. Hier ist so eine Burg, die ist bei mir 3 Straßen weiter. Ich blogge gerne über Headsets und Reisen. Über Reisen gerade weniger, über Headsets irgendwie gerade mehr. Twittere unter Ragnar H. und woll.de, das ist Working Out Loud. Da habe ich die deutschsprachige Community vor 5 Jahren mit hochgezogen und war 11 Jahre lang bei der Microsoft Deutschland angestellt in diversen Rollen. Und blogge unter ragnarheil.de zu M365-Themen und habe seit wenigen Wochen auch einen Podcast, den ich wöchentlich aktualisiere und interviewe da ganz tolle Leute aus der M365-Szene und freue mich darüber über weitere Zuhörer. Mein Arbeitgeber ist die Quest. Viele kennen die ja schon aus dem ganzen Migrationsumfeld, Nodes-Migration, viele. Wir machen auch noch ganz viele andere Themen. Aber heute geht es um das Thema Project Cortex und da sind wir seit geraumer Zeit, 3 Jahren, sogenannter Microsoft Services Preferred Partner. Und das war eigentlich der offizielle Name, bevor Project Cortex dann als Codename rauskam. Das heißt, wir wissen von Project Cortex jetzt schon seit 2-3 Jahren war es, durften bisher noch nicht drüber reden, sind in dem Partnerprogramm jetzt schon länger drin und seit der Ignite-Konferenz dürfen wir jetzt auch öffentlich über Project Cortex reden, was ich heute Abend sehr gerne mache. Wir haben einige Business Units. Ich bin in dem Bereich Microsoft Platform Management und da geht es überwiegend um halt Migration in dem Modern Workplace, Fallschirmmigration, SharePoint On-Prem, Tenant-to-Tenant, AD-Migration und so weiter. Also von der viel Migrationsthemen. Und wie wir da in das Cortex-Thema reinpassen können, kann ich auch nochmal am Ende sagen. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, ich fange erstmal an mit ein bisschen was Konzeptionellen rund um Wissensmanagement. Von daher fange ich mal von der Flughöhe ganz weit oben an und spreche über Wissensmanagement allgemein, um dann schnell zu Cortex zu kommen. Und dann gehen wir tief in den Maschinenraum rein, gucken uns die Metadaten an, die neuen Content-Types, die neuen Analyse-Tools und beenden tun wir das mit der Roadmap. Und das alles in 30 Minuten. Ja, warum wurde eigentlich Cortex erfunden? Es gibt eine offizielle Vision von der Microsoft, nämlich das ist wirklich der Hintergrund, dass es Informationssilos gibt, die eigentlich das Wissen nicht strömen und nicht transportieren lassen. Das heißt also obwohl wir wirklich halt immer mehr mit Tools arbeiten wollen, gibt es halt immer noch die Silos und das Wissen in den Köpfen kann nicht rausfließen und kann kein unternehmensweites Wissen werden. Das heißt, es geht hier immer wieder um die Umwandlung von Wissen im Kopf, das implizite Wissen in Wissen, was explizit ist und dann organisationsweit angereichert wird. Das ist noch nicht der Fall.
Und vor allen Dingen hat Microsoft auch dann eine gewisse Herausforderung, weil sie noch nicht so sehr bekannt sind als führender Wissensmanagement-Anbieter. Da gibt es Unternehmen, die sind zum Teil noch besser positioniert. Da gibt es solche Namen wie vielleicht eine FileNet, eine Documentum oder auch eine OpenText. Die haben auch gerade im Bereich von Record Management und Archivlösungen zum Teil bessere Lösungen als Microsoft. Und vor allen Dingen auch, um da diesen Unternehmen Paroli halt zu bieten, wurde Project Cortex gegründet. Das heißt, ja, es ist auf der einen Seite eine Wissensmanagement-Lösung, aber es wurde auch erfunden, um halt neue Marktanteile zu sichern in diesem spannenden Bereich. Und Wissensmanagement hat einen interessanten Lebenszyklus. Es geht auf der einen Seite immer wieder um das Thema Wissen generieren, Wissen kreieren, erfassen, Wissen sammeln und dann wiederum halt verteilen, teilen, managen, distribuieren und nutzen. Daraus Vorteile ziehen, wiederverwenden, Wissen anreichern. Und da geht es wieder in diesen Zyklus rein des Capturing. Das heißt, das ist ein ständiger, ewiger Zyklus. Und das will ich euch da mal zeigen, wie das genau mit Project Cortex halt auch aussieht. Dieser Kreislauf des Wissens. Ja, Project Cortex hat, wenn wir diesen auch noch einen weiteren Kreislauf nehmen, geht es darum um die Informations-Ingestion. Das ist also eine Informationsanreicherung. Und da könnte ich mal so ganz konkretes Beispiel nehmen, einen Fall von einem Vertrag oder einer Rechnung. Jeder von euch kennt Rechnungen, die haben halt Rechnungsdaten wie Empfänger, Sender, Datum, Rechnungsnummer, Vertragsnummer, Kundennummer und so weiter. Diese Daten, die können durch einen Scan, können sie über Project Cortex in die SharePoint-Welten reinkommen. Und Project Cortex kann diese Daten aus einer Rechnung extrahieren und die danach in SharePoint-Listen halt einfüllen. Und dann gibt es Mechanismen rund um Machine Learning, die dann diese Daten wiederum halt anreichern, daraus Einsichten generieren, Analysen generieren, sodass dann dieses Wissen, was in einer Rechnung war, wo vielleicht nur ein oder zwei Menschen darauf zugreifen konnten in der Vergangenheit, weil die Rechnung vielleicht in einem Ordner war, wo nur ein Mensch auf den Ordner drauf zugreifen konnte, weil er nur in einem Büro stand und der Ordner war zugeschlossen. Jetzt wird diese Rechnung quasi digitalisiert, landet in Project Cortex auf SharePoint-Ebene und wird dann zum organisatorischen und organisationsweiten Wissen und wird dann angereichert mit Suchtechnologie und wird fürs Unternehmen relevant, sodass andere daraus lernen können. Wo nicht nur der eine Mensch, der die Rechnung bekommen hat, von profitiert, sondern andere sagen, hey, ich habe die Rechnung zufällig gefunden. Die ist für mich ganz relevant, weil ich habe gelernt, dass wenn man da halt einkauft, kriegt man halt 10% mehr halt Rabatt. Und ab sofort werde ich da halt einkaufen und nicht mehr bei meinem sonstigen. Das heißt also dieses Wissen, davon profitieren dann Leute, die sonst gar nicht die Rechnung herbekommen könnten. Das heißt also, sieht es immer wieder, Zeit zu sparen, Geld zu sparen und vor allen Dingen Wissensmanagement zu automatisieren. Weil wir alle kennen, glaube ich, Wissensmanagement-Lösungen wie Wikipedias und Wikis und wir kennen auch Jira und Confluence-Lösungen. Aber viele Wissensmanagement-Lösungen haben den großen Nachteil, sie sind einfach schwer zu pflegen. Menschen können Metadaten nicht so sehr leiden, Wikis haben Pflegeaufwand und das möchte Project Cortex mit Machine Learning, AI und den neuen Tools rund um Power Automate automatisieren. Darum geht es eigentlich. Der gute Joe Olsen hat hier nochmal einen weiteren Kreislauf gemacht. Und hier wird auch mal deutlich, wie es vom persönlichen Wissen im Kopf explizit wird, angereichert mit Artefakten von dem Projekt, angereichert mit Artefakten aus der Organisation. Daraus wird es kultiviert, wird dann zum organisationsweiten Wissen. IP, dann arbeiten dann Wissenschampion damit, Subject Matter halt Experts. Und nachher wird es wirklich zum richtigen Wissen, was brauchbar ist fürs Unternehmen und hilft da wieder der einzelne Person und dem Individuum. Also ein spannender Knowledge Loop, den wir so noch nicht hatten in der O365-Welt. Ja, von daher sind die Hauptbausteine in Project Cortex das Thema wirklich Mitarbeiter bevollmächtigen. Dieses schöne Wort ist Empowerments, dass man mehr Befugnis hat, mehr
Autorisierung, weil man einfach mehr weiß und mehr kann. Aber auch das, ja, Unternehmen stärken. Und das Ganze macht man dann mit eingebauter halt Security, eingebauten Workflows, viel AI, viel SharePoint, viel Power Automate, Datenmodellierung. Und da zeige ich euch gleich, wie das auch aussehen mag. Oh, ich habe ja gerade einen Schreibfehler entdeckt, tut mir leid. Das wäre jetzt zum Beispiel der erste Screenshot einer Knowledge Center Landing Page. Das heißt also Project Cortex. Ich weiß nicht, ob das nochmal umbenennen, aber jedenfalls in den Screenshots nennt es sich auch ein Knowledge Center. Und was jetzt hier schon halt auffällt, ist das ganze Thema, es sieht schon mal anders aus wie ein Wiki. Vielleicht sagen jetzt auch ein paar von euch, oh, das sieht ja aus wie Delph. Das kann natürlich schon gut sein, weil Project Cortex wird unter anderem auch in Norwegen entwickelt, wo auch Delph halt entwickelt worden ist. Das heißt, wir sehen hier ganz viel Office Graph-Technologie drin und es soll auf jeden Fall auch ansprechend sein mit Adaptive Cards und Möglichkeiten sofort zu interagieren und soll ein bisschen wie Pinterest halt aussehen. Das heißt also, die reine pure Listenansicht ist es halt nicht mehr. Aber wie wir seit der Bild-Konferenz letzte Woche wissen, werden die Listen jetzt auch wieder ganz neu erfunden und sehen auch wieder spannender und attraktiver aus. Das heißt also hier, die Aufbereitung von Listen ist ein riesengroßes Thema. Und dieses Knowledge Center sieht nicht nur aus wie Delph oder wie Pinterest, sondern es hat auch ganz viele unterschiedliche Webparts und Apps. Zum Beispiel gibt es da die Trending Topics oder einen Expertenfinder oder einen Newsfeed oder einen Wissensgraph oder sogar eine LinkedIn Learning Integration. Es gibt eine Experten-Sektion, wo Experten Antworten geben. Also ganz viele neue Webparts, die man dann in das Knowledge Center je nach Wünschen und Anforderungen einbauen kann. Jetzt mal so ein ganz konkretes Beispiel, wie sowas halt aussieht. Und hier seht ihr schon, wir haben jetzt hier eine SharePoint-Page, könnte aber ebenso Outlook sein oder PowerPoint. Das ist erstmal nicht so relevant oder Yammer oder Teams. Aber das Spannende hieran ist, dass Project Cortex automatisch zu einem speziellen Geheimwort oder Projektname einen Hyperlink generiert, wo man draufklicken kann und dann kommt man zu einer Karte, zu einer Adaptive Card. Und wenn man da nochmal draufklicken würde, würde man zu der finalen Wiki-Seite kommen. Das heißt, ich definiere im Project Cortex meine Projektnamen, Projekt Mark 8 oder Apollo 69 oder Saturn 77, völlig egal. Und diese Projektnamen werden definiert und dann geht Project Cortex mit seiner Suchmaschinen-Crawling-Mechanismen über alle Arten von Dokumentenquellen, die es zur Verfügung hat, und generiert daraus Wissensseiten. Das heißt, der Mensch, der User, braucht nicht mehr künstliche manuelle Wikis zu generieren. Der User muss auch nicht die Hyperlinks manuell setzen, sondern Project Cortex stellt die Wissensmanagement-Pages zusammen, die Adaptive Cards werden automatisch generiert und die Links macht es halt auch noch. Und in den Adaptive Cards sind dann Informationen drin über Project Owner, wer ist gerade der Manager vom Projekt, was sind die relevanten Personen, Startdatum, welche Dokumente kann ich noch lesen, wie kann ich diesem Projektnamen folgen. Also ganz viele wichtige Sachen sehe ich hier über diese neuen Möglichkeiten. Das gibt es auch noch in Outlook, sieht dann von der Erfahrung ganz genauso aus. Also auch da geht Cortex hin und durchscannt die E-Mails und sieht, aha, der Geheimname Core kommt drin vor und bietet dann die Adaptive Card halt an. Gibt es bis dahin schon mal Fragen zu diesem prinzipiellen Ansatz, solche Wissens-Wiki-Pages zu automatisieren? Macht das Sinn? Bringt das einen Mehrwert? Könntet ihr oder könnten Sie sowas brauchen? Firmenintern oder für die Kunden? Gibt es eine Nachfrage oder ist es eine Antwort, auf die es keine, auf die es keine Frage gibt? Die Schreiter sind ganz schüchtern, die werden dir da keine Antwort geben in der Regel. Ja. Okay, bitte einfach dann halt reinfragen, wenn es Fragen gibt, sonst gerne auch am Ende. Das Ganze beginnt mit dem schönen Thema Content Mining. So wird erstmal der strukturierte und unstrukturierte Inhalt
wird erstmal generiert. Ich werde das ein bisschen theoretisch. Das heißt, also wir haben jetzt hier den Inhalt, der wird erstmal über dieses Mining wird erstmal halt extrahiert. Und extrahieren heißt, ich gehe über ein Dokument, über eine Rechnung und ein Word-Dokument oder und fange erstmal an zu extrahieren und sehe, aha, dieses Dokument hat den Namen Alex Wilbur. Das ist eine Person. Und Lake Washington ist jetzt zum Beispiel ein Objekt eines Sees. Und dann gibt es noch andere Themen. Das heißt, ich fange erstmal an und suche im Text Entitäten und versuche, die Entitäten zuzuordnen. Das ist ein Mensch, das ist ein See, das ist ein Land, das ist eine Maschine, das ist ein Haus. Ne, fange also an, eben die Entitäten zu verschlagworten. Dann werden sie gruppiert. Nach dem Gruppieren kommt eine Art Clustering. Und nach dem Clustering geht es da weiter und so, dass ich dann quasi filtern kann und kann sagen, so, nachdem ich jetzt Millionen Dokumente auf diese Art und Weise gescannt habe, kann ich nachher filtern und sage, bitte, ich habe 1 Million Dokumente, such mir alles raus zum Projekt Apollo 77 oder dem Thema Core, was für Construction Operations Reliability steht. Weil erst dann kann ich filtern, wenn alles ordentlich verschlagwortet und indexiert ist. Indexiert. Ich glaube, beides geht. Ja, und dann geht's weiter. Und dann habe ich dann noch passend zu den Dokumenten, habe ich dann noch die Definitionen, die Akronyme, die Synonyme, Menschen, die noch relevant sind, Dokumente oder Sites, die noch relevant sind. Das ist immer so wie bei einem Amazon-Kauf und so. Hey, Menschen, die sich für das interessieren sich auch für das. Das heißt also, da kann der Office Graph voll die Stärken ausspielen, weil der Office Graph dann ganz genau zeigt, was noch relevant ist, weil man sich für das Thema interessiert. Und hier kann man noch ein bisschen im Sinne von Serendipity nochmal weiter nachschauen. Vielleicht hilft es ja auch weiter bei dem Erreichen der beruflichen Ziele. Das wäre ein Knowledge Network von den ersten Kunden, die schon auf Project Cortex sind. Die sind schon seit der Private Preview auf Cortex und die sind im Bereich Konstruktionswesen und Tiefbau halt Ingenieurwesen unterwegs. Und das sind so die Themen, die sie jeden Tag halt angehen. Da geht es um Überwachung und Geodaten und Flugoperationen und so weiter und geothermische halt Operationen. Das ist ihr Tagesbusiness. Und wo jetzt Cortex den Mehrwert bringt, ist, Cortex geht hin und bringt im Prinzip so eine Wissensmanagement oder so eine Dokumentmanagement-Sprache und versucht diese Sprache von Sites und Personen und Meetings und so weiter auf diese fachlichen Begriffe draufzulegen. Und so trifft sich quasi eine Fachbereichssprache mit einer SharePoint-Sprache, sage ich mal so. Das schaffen die und daraus wird dann quasi ein Knowledge, ein Wissensnetzwerk. Und dass sie dann, das ist der halt Screenshot von gestern Nacht, so sieht das dann halt aus in der neuesten Version vom Knowledge Center. So wird dann aus einem Wissensgrafen und SharePoint-Sprache wird dann nachher ein sogenannter Topic Graph. Ja, es geht also immer wieder um das Thema wirklich halt Crowdsourcing. Das heißt, die Crowd, die Mitarbeiter, die ihre Dokumente digitalisieren, die bringen das Wissen in die Firma rein und es geht halt über diese Phasen wirklich des Discoveries, Data Mining, Crawling, dann gibt es die ersten Kandidaten, wo man schaut, trifft in diesen Dokumenten, gibt es da die Projektcodes, sind die dort halt vorhanden und wenn ja, werden sie aktiv, dann haben sie ihr Leben und sie dienen und helfen und unterstützen stark. Wenn das Projekt dann wieder abgeschlossen ist, hat das natürlich auch einen Lebenszyklus und jedes Projekt wird dann auch wieder archiviert und wird auch wieder mal irgendwann halt gelöscht, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Weil wir haben ja im Sinne der Datenschutzgrundverordnung auch da Lebenszyklen und wir müssen auch wieder Wissen vergessen lassen, wenn auch nur digital. Also das ist auch ein Lebenszyklus ebenso gedacht. Und vor allen Dingen, was Microsoft wichtig ist, ist das Thema halt Security. Das heißt, wenn ich jetzt eine Cortex-Suche mache oder der Roger oder der Daniel machen die Suche, würden sie andere Dokumente sehen. Sie haben andere Berechtigungen, andere Rollen und haben dadurch andere Suchergebnisse. Aber es gibt jedenfalls auch hier wieder eine schöne Enterprise Search, wo ich dann suchen kann nach meinem Stichwort. Und bekommt dann Seiten raus, Dokumente, Menschen, Nachrichten oder sogar Videos oder Informationen aus ServiceNow. Das heißt also, da wird eine große Integrationsvielfalt geboten
Man hat sogar Drittanbieter mit eingebunden. Man ist nicht nur im puren rein Office 365-Kontext unterwegs. Dann ist da Sicherheit und Halbberechtigungsmanagement sehr wichtig, sodass man auch nur die Sachen finden darf über Cortex, die man sonst auch sehen dürfte. Also man sieht da nichts Neues. Ganz wichtig, wenn man sowas auch einführen möchte bei einem Betriebsrat. Ja, das ist jetzt so eine Ansicht über die Suchergebnisse, genau, dass man dann unterschiedliche Sichtweisen hat, je nachdem, wer sich halt eingeloggt hat. Und das habe ich schon erwähnt. Genau, dann gucken wir uns nochmal an hier, wie sowas aussehen könnte mit einem Teleport. Es geht also immer wieder darum, dass das Wissen wirklich aus ganz, ganz vielen Quellen halt importiert wird. Und Cortex bietet da auch in der Zukunft, in der weiteren, späteren Phase, APIs an für Drittquellenanbieter, für halt Konnektoren. Und die unter euch oder Ihnen Partner sind, Dienstleister sind, die werden da auch halt Konnektoren halt programmieren können und entwickeln können auf der API von Cortex, sodass da ganz viele Quellen angezapft werden können, um sie dann nachher zu importieren, klassifizieren, zu extrahieren und dann am Schluss Analysen und Einsichten zu bauen. Das ist wirklich dann, sodass wirklich aus Daten Informationen werden und nachher Wissen. Ja, und das geht halt über diese Phasen. Und hier würde ich nochmal kurz eingehen auf das Thema AI-Bilder. Ich habe ja von zu Anfang schon mal über dieses Thema Rechnung gesprochen. Und dieser AI-Bilder auf Basis von Power Automate hilft dann ganz genau, dass man sagt, bei einer Rechnung ist links oben der Absender, dann links unten kommt der Empfänger und rechts ist dann das Datum und die Bestellnummer und die Kundennummer und so weiter. Und so kann ich quasi diesem AI-Bilder sagen, dass er mein JPEG oder PDF dementsprechend auslesen soll. Dann wird es zu einem OCR und er liest quasi die richtigen Felder aus. Aber es ist nicht nur ein OCR, wie wir es schon jetzt bei OneDrive haben, über die Office Lens App, sondern diese Felder werden in eine richtige Spalte in einer SharePoint-Liste eingetragen und eingefüllt. Das heißt also, die Zukunft sind da halt SharePoint-Listen und es wird richtig ordentlich einsortiert. Und Microsoft legt einen großen Wert darauf, das ist Machine Teaching. Das heißt, hier geht es nicht darum, dass die Maschinen lernen, sondern dass sie und ihr der Maschine sagt, was sie tun soll. Ne? Also hier ist ganz klar, wer ist Ross und wer ist Reiter. Sie sind dann Reiter und sagen der Maschine, wie sie lernen soll. Es geht wirklich um das Einrichten dieser Klassifizierung. Das ist ein wichtiger Unterschied. Machine Teaching, nicht nur Learning. So springe ich mal kurz. Jetzt gibt es auch ganz neue halt Seitentemplates. Das heißt, also, es gibt ein neues Content Center mit neuen halt Seitentemplates. Es gibt auch bei diesem Content Center neue Dashboards, wo man sehen kann, wie ist die Qualität des Algorithmus, wie ist die Treffsicherheit im Augenblick, wie ist der Klassifizierungsfortschritt, wie viele Dokumente sind schon drin, wie viele sind noch im Prozessieren. Das heißt also, da möchte Cortex auch einen Einblick bieten in den Maschinenraum und zeigt da auch ganz genau an, wo es gerade steht. Sowohl von dem Prozess als auch von der Qualität des Prozessierens. Und zuletzt noch das Thema Content Understanding. Da geht es um Analyse, Einsichten. Und hier bekommen die guten alten Metadaten, sie sind sehr verstrichen, gehasst und geliebt, aber mehr gehasst als geliebt, die bekommen eine neue Renaissance, weil man diese Metadaten dann teilen kann über die Microsoft 365 Workloads. Nicht nur SharePoint, sondern es geht viel, viel weiter. Ich denke, wir werden auch noch viel mehr Metadaten in Teams und OneDrive sehen, wenn man diese Metadaten-Schemata auch über Tenants dann verteilen möchte und vor allen Dingen mit Auto-Tagging halt anreichern möchte. Und da gibt es also einen neuen Metadaten-Managed Services. Der sieht dann so aus. Der hat auch ein eigenes neues Termstore-User-Interface, es gibt neue REST-APIs, es gibt neue Content-Type-Gallery, also auch die guten alten Content-Types, die werden neu aufgefrischt mit der neuen Galerieansicht.
Bulk-Türmen, Importe und so weiter. Und das ist auch das, wo wir bei Quest ein bisschen schauen, weil wir haben auch Tools mit Essentials für Office 365, was auch schon seit jeher eine Migration machen kann zwischen Metadaten, so wo wir quasi Metadaten Import machen können, aber auch Export und Metadaten-Synchronisierung zwischen zwei Tenants. Und das wird für uns dann auch spannend werden, wenn wir da quasi so Tenant-to-Tenant-Migration machen können von Metadaten. Weil irgendwann, wirklich in der weiten, weiten Zukunft, ist es ja dann irgendwann so, dass man auch Cortex-Cortex-Migration macht. Das heißt also, wenn Sie Unternehmen aufkaufen, die schon auf Cortex sind, möchten Sie irgendwie die Daten aus dem Cortex in Ihr Cortex kriegen und dann kommen solche Migrationstools, Tool-Themen wieder auf den Tisch. Aber davon sind wir noch ein bisschen weit halt entfernt, aber wir müssen ja auch in die Zukunft schauen. Da jedenfalls ist so unsere Fantasie als Migrationstool-Hersteller. Ja, und da gibt es hier noch so den Import und ein Update von den halt Termstores mit eingebauten Mitteln. Und hier kann man noch so über den Termstore sehen, wie viel da vorhanden sind und die Anreicherungen und so weiter. Also ganz viele schöne Auswertungsmöglichkeiten. Jetzt haben sie auch ich, vor 4 Wochen die Limits erhöht. Man hat jetzt irgendwie 1.000 Terms und nicht nur halt 200.000. Also man hat jetzt 1 Million und nicht 200.000 wie zuvor. Das heißt also, hier ändern sich auch die Schwellwerte. Und es gibt viele neue Weisen, das zu analysieren. Und wichtig ist hier immer, Sie brauchen dann, wenn Sie das wirklich nutzen wollen, Sie brauchen auch KPIs im Business. Sonst haben Sie hier Auswertungen, mit denen Sie nichts anfangen können. Das heißt also, wenn Sie Wissensmanagement-Abteilung haben, dann sollten die mit Ihnen so arbeiten, dass die Analysen, die Sie da haben, zu den KPIs passen Ihrer Kollegen und Kolleginnen. Kontrollmöglichkeiten gibt es da halt auch viele mit den Management-Metadaten. Die kann man kategorisieren. Man kann die dann zuweisen. Und was mir hier noch wichtig ist, man kann auch noch die Content Types auch noch halt publizieren. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch die Hub-Integration. Der gute SharePoint Hub macht sich da auch zu tragen. Das heißt, es gibt auch so eine kleine Architektur über die Content Types in der Hub-Architektur. Und Microsoft Teamspot ist integriert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Daniel eine Unterhaltung habe und ich stelle ihm eine Frage, Daniel gibt mir eine ganz hervorragende halt Antwort, dann kann ich sagen, so, diese Frage und diese Antwort würde ich gerne dem Wissen im Unternehmen anreichern lassen und schalte dann meinen Knowledge-Bot hinzu. Und der Knowledge-Bot geht hin und kann dann automatisch meine Frage und seine halt Antwort so als Paar zusammenfügen, sodass dann andere darauf in der Zukunft zugreifen können. Und so wird quasi Wissen aus dem 1-zu-1-Chat fürs Unternehmen zugänglich. Finde ich also eine ganz tolle Bot-Integration und ein sehr wertvoller Use Case. Zuletzt noch ein Punkt, Security und Compliance. Vielleicht kennen Sie schon die Sensitivity und Retention Labels. Auch die werden bei Project Cortex zum Tragen kommen. Die sind also auch da, gibt es auch da die E5-Integration, sodass es da stringent weitergeht. Ja, von daher, Cortex-Zusammenfassung, eine gute Mischung, ausgewogene Mischung aus wirklich Content erfassen, distribuieren, Wissen, Einsichten, Teilen, ausliefern und dann immer wieder diesen Lebenszyklus durchlaufen. Und die Roadmap ist vollgepackt. Und wir werden, glaube ich, so im Sommer, gestern Nacht waren so die Aussagen, so früher Sommer wird dann Cortex in der Preview ausgerollt werden. Und dann die V2 dann später, ich denke vielleicht eher im nächsten Jahr mit APIs und weiteren Halbmöglichkeiten. Aber ich denke, wir sind jetzt nur noch wenige Wochen von dem Launch entfernt. Und man kann sich anmelden bei Cortex unter akmms/projectcortex. Oder ak.s/sharepoint-content-services. Bekannte Gesichter gesehen, oder zumindest Namen in Teams. Ich habe heute das Vergnügen, euch etwas über Provisioning zu erzählen. Und ich möchte mit Gabro und euch mal die Frage beantworten, warum es aus unserer Sicht das Custom Provisioning braucht. Im Moment gehen extrem viele Kunden in die Cloud. Office 365 ist ein Thema, das sehr, sehr viele Kunden gerade in der Corona-Krise stark beschäftigt.
Und mit dem Drang in die Cloud zu gehen und moderne Arbeitsweisen können zu nutzen, kommt oft die Frage auf, wie halten wir in der modernen Cloud-Welt, wo vor allem Microsoft ein anderes Paradigma, ein Paradigmenwechsel vorgenommen hat, es geht viel mehr Richtung Offenheit, viel mehr Richtung Selbstverantwortung, wie halten wir Ordnung? Und andere Anbieter sagen, die Adoption von Cloud nimmt zu, das Chaos auch. Und ich denke, wir versuchen unseren Kunden dort zu helfen, dass das eben nicht passiert. Vorgelagert vor einem Custom Provisioning finden Workshops statt mit den Kunden, die das Ziel haben, mit den Kunden überhaupt die Grundlagen zu erarbeiten, dass man später über ein Custom Provisioning reden kann. In diesen Grundlagen beantwortet man Fragen wie kann eine Informationsarchitektur aussehen auf Office 365, die Sinn macht. Das beinhaltet Fragen, wie machen wir für alles Site Collections, wie tun wir Teams aufstellen, für welche Typen von Zusammenarbeit soll es Gruppen geben und wer soll die können erstellen. Da sollen wir Fragen beantworten bezüglich Openness. Das heisst, grundsätzlich ist der Cloud-Ansatz von Microsoft sehr ein offener, aber wir stellen immer wieder fest, dass wir, gerade wenn wir mit unseren Kunden reden, dass die Kunden von der Kultur her noch nicht so weit sind, dass sie die gleiche Offenheit erleben können, wie das defaultmässig eigentlich angedenkt wäre. Dann Themen wie Ownership, wie gesagt, es ist Verantwortlichkeit, der Wechsel stark von internen IT, Controlling, Governance, Operations zu den Owner von diesen jeweiligen Groups. Da kann man auch gewisse Guidance und Rahmenbedingungen festlegen. Themen wie Permissions, wer darf überhaupt welche Gruppe erstellen, wer hat welche Rechte in einer Gruppe, wie sieht es auf dem SharePoint aus, möchte man das Out-of-the-Box-Konzept übernehmen oder hat man nach wie vor weitere Anforderungen. Ein sehr heiß diskutiertes Thema External Sharing, also Guest Access in Teams oder Sharing Capabilities auf dem SharePoint, gehen oft sehr viel diskutieren und letzten Endes Naming Conventions, wo einerseits den User helfen, Ordnung zahlt in ihren Teams, aber andererseits auch noch Operations, wo im Hintergrund manchmal hunderte oder sogar mehrere hunderte Teams muss managen, die Groups muss managen, einen Überblick zu halten. Ich selber verantworte bei iSolutions Productivity Factory und das heisst, wir bauen bei uns Lösungen, die am Markt solche Probleme sollen decken und ich bin sehr oft mit genau diesen Fragestellungen konfrontiert. Wie können wir bei einem Kunden das jetzt manifestieren, was wir in der Governance niedergeschrieben haben? Und die Out-of-the-Box-Funktionalität, die Office 365 und auch Teams im Moment bietet, deckt einige Aspekte ab, aber längst nicht alle. Wir haben uns nachher entschieden, dass wir in ein Custom Provisioning gehen wollen, dass wir eine Grundlage, ein Modul bauen wollen. Und unser Ansatz war ganz klar, wir spüren einen ganz klaren Drift Richtung Teams First. Das heisst, unser Provisioning ist nicht SharePoint, also es ist im SharePoint verfügbar, natürlich, aber die Idee dahinter ist, dass ein User, wenn er möchte Workspace provisionieren, das direkt aus Teams raus kann machen. Wir haben gesagt, wir möchten möglichst grosse Flexibilität haben an einem Ort, das heisst, aus Provisioning in Teams können wir Teams erstellen, das ist Teams mit Groups, wir können Teamsites erstellen ohne Groups und wir können Communication-Sites ohne Gruppen erstellen. Was wir nicht können machen, ich möchte das auch vorhaben, wir können keine Groupified Teamsites erstellen, wo man später könnte ein Teams connecten dazu, das liegt daran, dass im App-Only-Kontext nicht möglich ist. SharePoint, wir unterstützen vollen Support für PNP-Templates, das bedeutet, alle PNP-Template-Funktionalität ist vorhanden, allerdings nur für die Main-Site, die zu einem Team gehört, nicht für Site-Collections, die mit Private-Channels erstellt werden. In Teams haben wir eine eigene Implementation, dort unterstützen wir im Moment nicht PNP. Der Grund dafür ist, dass es, wo wir angefangen haben mit dieser Lösung, noch recht instabil war und auch Einschränkungen hat. Also wir können zum Beispiel keine Tabs entfernen mit PNP. Und das ist für uns eines der Killer-Features gewesen, wo wir unbedingt wählen, da wir nicht unbedingt die grössten Fans sind vom Wikitab, ist das etwas, was für uns absolut zwingend notwendig war. Also wir können Public- und Private-Channels erstellen, wir können Tabs hinzufügen oder entfernen, dann Settings für Members, Guests, der ganze Fun-Stuff-Messaging. Wir haben Controls für Visibility,
Man hat Controls für Guest Access, Sharing Capabilities oder Discovery. Discovery ist ein Beta-Feature im Moment im Beta, also im Graph Beta API. Wir unterstützen Naming Conventions dynamischer Art. Das heisst, wir können Prefix oder Suffix basierend auf dem Template hinzufügen, können die aber auch manipulieren basierend auf den Einstellungen, die ein User vornimmt. Wir unterstützen Approval Workflows und setzen das auf Power Automate. Und wir sind in der Lage, Berechtigung auf jeden spezifischen Template zu vergeben. In der Visualisierung können wir für jedes Template einen Titel angeben, eine kurze Beschreibung auf Details, das zeige ich nachher gerade in einer Demo. Wir haben ausführliche Beschreibungen in den Forms, wo der Unternehmen die Möglichkeit gibt, sehr genau zu beschreiben, für was das Template gedacht ist. Und wir können für jedes Template natürlich auch ein Bild hinterlegen, das noch ein bisschen visualisiert. Und natürlich können wir das Ganze mehrsprachig. Jetzt wechseln, das heisst, ich muss das Screensharing kurz beenden, damit ich den ganzen Screen freigeben kann für euch. Und eine Demo zeigen. Wir sind bereits im Teams gelandet und ihr seht eine erste Sicht aufs Provisioning. Das, was ihr hier gesagt habt, ist ein SPFX 1.10 Webpart, das in einer Teams Custom App gerendert wird. Das Schöne an diesem technologischen Ansatz ist, wir haben genau das gleiche Webpart auch im SharePoint verfügbar. Das heisst, man kann das Webpart auf ihrer beliebigen Seite im SharePoint auch hinterlegen und die User können von dort aus provisionieren. Was man hier sieht, ist, wir haben einen Titel, wir haben eine kleine Beschreibung. Ich habe hier nicht irgendwelche echten Beschreibungen von Lorem Ipsum, wie man es kennt. Wir können hier den ganzen Platz ausnutzen mit detaillierten Beschreibungen. Und ich sehe jetzt hier auch schon den Namen, wo ein User sein Team benennen kann. Wir sehen hier auch schon den Suffix, der vorgegeben wird vom Template, das Organisationstemplate. In der Template Definition steht, dass das Template den Suffix Orga soll bekommen im Team, im Display Name. Wenn wir das Testteam nehmen, sehen wir auch gerade, der Name wird validiert, das heisst Testteam Orga im Internal Name, für Group Mailbox, sorry, und für Internal Name. Wir können hier noch eine Beschreibung angeben, machen wir das mal so. Wir können Owners angeben und können jetzt auch bei jedem Template definieren, ob ein Owner oder zwei Owners nötig sind. Wir können Members definieren und wir können jetzt zum Beispiel hier sagen, was für eine Privacy das Team hat. Für jedes von diesen Controls erlauben wir die Möglichkeit, einen Wert vorzugeben, Werte einzuschränken, das Control zu deaktivieren oder das Control zu hiden, so wie wir das hier unten sehen. Und wir sehen jetzt hier, dass wir können sagen, wir möchten das Team sehen in der Suche oder in Suggestions oder auch nicht. Wir können die Controls auch linken, ich glaube, das kann ich hier zeigen. Also hier kann ich den dynamischen Suffix zeigen. Abhängig davon, ob ich da sage, ich mache Guest oder nicht, schlägt mir hier das Provisioning vor, aha, okay, du willst Guest. Das bedeutet, im Display Name jetzt in diesem Beispiel wird der Suffix erstellt. Es wird auch darauf hingewiesen, jetzt in dieser Konfiguration kann der User wählen, ob er Sharing Capabilities unabhängig von den Guest Settings möchte haben. Das heisst, er kann sagen, okay, ich mache Guest im Teams, aber nicht auf dem SharePoint. Wir wissen alle, das würde dazu führen, dass ein User zwar chatten kann, aber nicht auf Files kann zugreifen. Die Meldung verschwindet wieder, sobald er die Einstellungen gerade zieht. In diesem Beispiel sehen wir, dass wir Show in Teams und Search Suggestions ist aktiviert und deaktiviert für den User. Und sobald ich sage, dass das ein Private Team ist, kann ich selber noch auswählen, ob er das möchte oder nicht. Also das ist die Verlinkung von Controls, die ich gerade beschrieben habe. Teams, die erstellt werden, landen in einer sogenannten Joblist bei uns. In der Joblist können Administratoren sehen, was genau im Moment für Teams im Provisioning sind, was sie für einen Status haben. Es werden auch Fehlermeldungen zurückreportet von der Provisioning-Backend-Funktionalität. Es ist auch ersichtlich, ob das Team im Moment in Approval ist oder nicht. Administratoren sehen alles. Und für User, die nicht Administratoren sind, die sehen nur ihre eigenen Aufträge. So schnell auf On stellen, sonst sehen wir es nicht. Und schnell warten, es muss das Warm-up. Also da sehe ich jetzt, ich habe zwei Aufträge erstellt auf dem Tenant und diese beide completed. Wenn ich das auf Off stellen würde, würde ich hier nochmal Einträge sehen, die noch in Approval sind oder gefailt.
Templates. Wir pflegen Templates in einer Templates-List. In dieser Templates-List kann man beliebig viele Templates hinterlegen. Man kann entscheiden, ob die hidden sind oder nicht. Wenn ein Template hidden ist, dann sieht nur der Administrator, der hier am Arbeiten ist, alle User sehen es nicht. Auf jedem Template kann man Berechtigungen vergeben und jedes Template erlaubt einen Approval-Workflow basierend auf Power Automate. Gut. Ich würde mit der Demo nicht wahnsinnig weiter ins Detail gehen. Ich zeige das gerne jedem, der ein bisschen mehr Informationen will, auch noch im Detail bei einer anderen Gelegenheit. Ich möchte noch ganz kurz zeigen, wie Konfiguration funktioniert und nachher etwas zur Architektur sagen. Wir verwenden XML für SharePoint PNP. Der Grund, dass wir nicht überall JSON verwenden, ist, wenn man möchte, das XML generieren von einer bestehenden Seite, dann ist es nicht ganz so einfach, das JSON zu bekommen. Es ist zwar möglich, aber nicht, man muss es konvertieren. Darum sagen wir, wir übergehen den Schritt. Man kann mit ganz normalen PowerShell-Commands das XML generieren, das in die Template-Liste kopieren und fertig. Für Teams und Group-Settings haben wir unsere eigene JSON-Notation. Also JSON ist nicht unsere Notation, aber unsere eigene Konfiguration. Und ich habe ein paar Beispiele hier rein kopiert, um zu zeigen, wie also wir vorgegangen sind. Wir haben geschaut, wie funktioniert der Graph, also was sind die Attribute und Parameter, die der Graph unterstützt für jedes Setting und haben die 1:1 übernommen. Das heisst, bei den Fun-Settings sind jetzt nur 2 von den Attributen gesetzt. Fun-Settings hätten aber 4. Und wir könnten jetzt auf der Graph-Dokumentation schauen, wie die 4 aussehen und die hier 1:1 applizieren und das würde funktionieren. Bei den Tabs to Remove und Tabs to Add muss man auch ganz einfach auf der Dokumentation von Microsoft schauen, wie die Tabs intern heißen und kann die nachher problemlos provisionieren. Bei den Tabs gibt es Einschränkungen, die betreffen vor allem Streaming und also Streams, OneNote und Planner. Und die Einschränkung kommt dort her, dass die 3 Services brauchen eigentlich vorprovisionierte Artefakte, damit man sie in den Tabs kann verlinken und unser Provisioning macht das im Moment nicht. Was unser Provisioning macht, ist, es legt den Tab an. Wenn der erste User drauf geht, muss er den Plan auswählen oder muss Notebook auswählen oder muss bei Streams den Stream auswählen. Ein bisschen mehr Sharing Capabilities aufzeigen. In dieser Konfiguration ist es standardmäßig ist disabled. Das heisst, oder es ist disabled, das heisst, der User kann es nicht verändern. Disabled ist auf True. Und Choices, die er hat, nein, Moment, jetzt habe ich mich verhaspelt, sorry. Es ist standardmäßig disabled. Disabled ist True. Wenn er könnte wählen, könnte zwischen Disabled und External User Sharing Only wechseln. In dem Fall werden die Settings aber über ein anderes Control gesteuert. Bei Allow to Add Guests kann man auch sagen, Default ist False. Notation ist immer die gleiche. Disabled ist True. Bei den Mail Nicknames, das betrifft noch eher die URLs und Mailboxen, kann man sagen, wie der Suffix soll konstruiert werden. Man kann definieren, wie viele Owners das man möchte haben. Und man kann zum Beispiel sagen, ob man in Search and Suggestions möchte angezeigt werden. Die Konfigurationen sind deutlich grösser und deutlich mächtiger. Aber ich habe einfach ein paar Beispiele rausnehmen, um euch zu zeigen, wie es das funktioniert. Von der Architektur her, wir haben eigentlich 3, aber grundsätzlich relevant für euch zu wissen, sind wir haben 2 Frontend-Artefakte. Das ist einerseits die Teams Personal App und andererseits die SPFX SharePoint Web Parts im Backend. Die kommunizieren über das Graph API und mit Azure Functions. Wir setzen im Moment auf Azure Function 1. Der Grund dafür liegt daran, dass wir CSAM unterstützt noch kein .NET Core. Das soll jetzt dann den nächsten Monat soll das kommen. Da müssen wir dann überlegen, ob wir refactoren wollen. Aber im Moment ist es Azure Function 1. Wir setzen auf Durable Functions für die ganze Orchestrierung der Functions. Und wir setzen auf die Retry-Funktionalität von Functions, um sicherzustellen, dass wenn mal ein Call ins Nirvana läuft, was jetzt in der letzten Zeit, gerade in der Corona-Zeit, wo gewisse Tenants stark getroffen worden sind, oft vorkommt, dass wir ein paar Retries unternehmen, bei jedem Call, den wir absetzen und erst, wenn wir ein gewisses Threshold erreichen bei den Retries, nachher eigentlich ein Cleanup machen, wo wir am User sagen, okay, look, dieses Provision ist gefailed, wir haben alle Artefakte, die aber dann noch angelegt werden, wieder aufgeräumt und du musst von vorne anfangen. Man sieht, wir haben einen Approval-Workflow basierend auf der SharePoint-Joblist. Die Joblist, wenn der Approval aktiviert ist, wird auf der Joblist im Job einfach ein bestimmter Status eingestellt, wo der Approval-Workflow triggert. Und der Approval-Workflow wiederum, wenn er approved wird, schreibt nachher den Status Approved zurück, was unsere
unser Provisioning-Backend Funktionalität sagt, okay, du kannst loslegen. Um die Provisioning-Funktionalität anzustoßen, setzen wir einerseits auf einen Webhook, der direkt auf dieser Liste hängt. Aber auch dort haben wir festgestellt, dass in der Corona-Zeit die Webhooks zum Teil bis 4-5 Stunden gebraucht haben, bis sie endlich geschossen haben. Und darum haben wir parallel zu den Webhooks auch noch eine Timer-Function, die alle 5 Minuten prüft, ob es in der Jobliste etwas gibt, wo abgearbeitet werden sollte. Und sollte der Webhook noch nicht geführt haben, die Jobs abarbeiten. Das Schöne an dieser Lösung ist, dass im Fall, dass der Webhook funktioniert, funktioniert er in einer Sekunde. Das heisst, man hat eigentlich ohne Approval oftmals innerhalb von 5-10 Sekunden ein komplettes Provisioning erreicht. Und falls er mal nicht funktioniert, haben wir einen allerhöchsten Gap von 5 Minuten.